Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zum neuen Jahr 2020, zu der ersten Doku des Jahres. Heute haben wir den 18.04.2020. Sie sehen hier gerade hier eine gewaltige Gewitterwand. Wir hatten ja heute im Laufe des Tages schon eine Gewitterlage gehabt. Die war zum Teil schwach. Jetzt hat sich das Ganze natürlich nochmal verstärkt, intensivierend verstärkt. Gefahr ist diesmal Starkregen und Blitzintensität. Ich hätte jetzt nicht so gedacht, mit so einer Wand da, hätte ich jetzt gar nicht mal damit gerechnet, dass das überhaupt noch kommt heute. Oh, jetzt hat es geblitzt gerade. Klar ist aber auch, dass man das Ganze jetzt nicht unterschätzen darf. Das wird jetzt nice. Oh, habt ihr den Blitz gesehen? Der war genau hier. So, wir zoomen mal. Oh, habt ihr den Blitz gesehen? So Leute, hat's wieder geblitzt. Ich sag ja jetzt. Ich war schon bei der ersten Lage am Überlegen, eine Doku zu machen. Dann habe ich gesagt, nein, weil die Blitzintensität noch zu schwach war. Aber jetzt. Kommt sie mit einer Wand daher. Oh! Das sind zum Teil alles positive Blitze jetzt. Wir zoomen noch mal ein bisschen näher ran. Dass ihr das besser seht. Es blitzt ordentlich da hinten. Oh. So. Und hier nochmal zieht alles in dieser Richtung rüber. Jetzt habe ich eine wackelige Hand. Ich bin zu aufgeregt. So, jetzt muss man aber hier ein bisschen langsamer. Oh, schaut euch mal diese Blitze an. Das sind alles Erdblitze oder was? Oder? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Zelle. Nicht schlecht für den April, ganz ehrlich. Wir hatten heute Temperaturen bis 23 Grad. Hier ist alles staubtrocken. Ein bisschen Regen schadet es die Natur gar nicht. Das wird jetzt mächtig. Definitiv. Der ist runtergegangen. Habt ihr den gesehen? Achtung, hier ist der Donner.
hätte nicht gedacht, dass das mit so einer Macht jetzt noch kommt heute Abend. Aber ich hab's irgendwie aufs Radar verfolgt. Das Teil kommt mit Verstärkung. Ein schöner Blitz. Die Zelle hat sich verstärkt. Beim ersten Gewitter waren die Blitze nicht so deutlich zu sehen und nicht so mächtig, aber jetzt kommen sie. Wir haben hier eine ziemlich feuchtwarme Luftmasse, eine ziemlich warme, feuchte Luftmasse, die zu einem Gewitter ausgeprägt haben. Und es wird immer schwarzer, meine Damen und Herren. Klar, der April, der macht, was er will. Aber für den Monat und für dieses Jahr gar nicht mal so schlecht. Das ist die erste Doku des Jahres 2020. Alter, das ist nicht mal normal. Habt ihr den Blitz gesehen? Wir zoomen noch ein bisschen raus. So, jetzt ein kleines bisschen noch. Ja, Wahnsinn. Und hier ist es stockdunkel über Ingolstadt. Ach du meine Güte, der wird laut. Unfassbar.
Schaut euch mal diese Blitzintensität an. Boah, wow! Habt ihr das Ding gesehen? Alter! Brutal! Ich sage ja, die Z. Puh! Das war ein positiver! Alter, die Zelle spuckt! Die Zelle, die spuckt positive Blitze raus. Nicht nur das, sondern es ist blitzintensiv. Das wird jetzt hier gleich mächtig schütten, wie zum Beispiel gleich mächtig blitzen. Ja, das hat man auch gesehen. Meine Damen und Herren, es ist hier stockdunkel. Jetzt wird's windig. Schaut euch diese Wand da an. Auweia! Auweia! Ob das gut geht? Das Gewitter ist schon so gut wie da. Was für eine Blitzshow! Einfach gigantisch. Yes! Jetzt der Donner! Schaut euch das mal an! Nicht schlecht für den April. Kein Wunder, bei den Temperaturen, es muss nicht mal 30 Grad haben oder mehr für solche Blitzintensitäten. So, jetzt setzt der Regen ein. Jetzt wird es auch windig. Das ist unfassbar. Schaut euch das mal hier mal an. Da sieht man schon den Regenstreifen hier, den Fallstreifen hier. Und hier die ganze Wand. So Leute, jetzt. Boah.
Der war heftig. Der war heftig. Der war heftig. Der war jetzt heftig. Habt jetzt den Blitz gesehen? Der ist richtig runtergegangen. Die Stelle hat sich total verstärkt. Die Gefahr ist ja nicht nur der Starkregen, sondern die Blitzintensität. Und jetzt ist die Wand gleich über mir. Ja. Jetzt müssen wir uns hier gleich aus dem Balkon mal auf Sicherheitsabstand gehen. Weil die Blitze werden mir jetzt hier zu extrem gefährlich. Der Donner hört hier schon so. Jetzt wird's windig. Jetzt wird's windig. Jetzt muss ich die Kamerabelichtung nochmal einstellen, Leute. Wahnsinn. Was für eine Blitzshow. Es ist Wahnsinn, Leute. Es windet jetzt hier gewaltig. Gehen wir mal auf Sicherheitsverwahrung. Jetzt muss ich das Handy gut festhalten, weil jetzt wird es ruppig. Jetzt kommt der Wind. Das Ganze jetzt mal rausgezoomt, dass wir mehr hier sehen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Das war ein Einschlag. Achtung! Das war ein definitiver Einschlag. Den habe ich drauf. Ich sage ja, der April kann auch schon ziemlich heftig ausgehen. Wenn die Zutaten passen für das Gewitter. Aber dieser Blitz war extrem. Ich sag ja, das ist eine hohe Blitzintensität, was das Gewitter jetzt angeht. Jetzt aber! Übertreib mal! Fuck! Ja, Wahnsinn! Zwei Einschläge jetzt schon in diesem Doku. Zwei Blitzeinschläge. Übertreib mal jetzt, Alter. Boah! Das ist ja nicht mehr normal. Was für eine Superzelle da oben, Alter.
ich sage jetzt nicht Superzelle, dass dieses Gewitter eine Superzelle ist, sondern also es ist einfach nur eine Superzelle, was hierher kommt jetzt, ne? Was jetzt hier angerollt kommt. Eine Superzelle ist das Quiznet, aber eine Superzelle. Die hat es aber in sich. Und damit meine ich Superzelle. Keine Superzelle in den Gewitter, aber das ist eine Blitzintensität, eine Blitzerscheinung, das ist unfassbar. So, jetzt setzt der Regen ein. Mal den Stuhl wegschieben. Ja. So, dass wir hier mal ein bisschen mehr Bewegung haben. Ist egal, ob ich jetzt nass werde oder nicht. Das ist hier eine Blitzshow. Die kommen zum Teil ganz schön hier intensiv zur Erscheinung. Das war jetzt wieder ein Wolkenblitz. Was hier abgeht. Da war auch nicht schlecht. Und die fetten Unwetterlagen, die kommen ja noch, meine Damen und Herren. Das fängt jetzt gerade erst richtig an, die Gewittersaison. Das hat sie jetzt schon in sich. Das erste Gewitter war jetzt Müll, aber das, was jetzt hier da ist, ist schon intensiv. Das ist schon mächtig für den April, sage ich jetzt einfach mal. Der war direkt über mir. Nicht schlecht für den April, ehrlich. Wir suchen noch mal ein bisschen, glaube ich. Nee, ich lasse das jetzt mal so. Weil das ist hier Wahnsinn, das ist hier nice.
Ach du meine Güte! Achtung! Der da unten läuft noch frei rum. So, jetzt fahren schon die ersten Feuerwehr. Höre ich gerade auch. Was für eine Blitzentladung, alter Falter. Man kann es ein bisschen übertreiben, ganz ehrlich. Da braucht man ja nicht einmal eine Profikamera, wenn es das Handy auch draufkriegt. So eine wunderschöne Doku. Es ist eine wunderschöne Doku. Aber was für eine Blitzintensität. Aber wirklich. Ja, wenn das Gewitter am Tag kommt, wie zum Beispiel abends, wo es noch hell ist, ist es auch ganz schön schön, wenn man die Blitze sieht, statt Wolkenblitze. Aber hier kommen sie alle, seit Anfang an dieses Videos kommen sie alle mächtig hier zum Erscheinung. Eingeschlagen! So, habe ich jetzt hier noch Strom, ja oder nein? Ja, das war jetzt heftig, der Blitz, der war jetzt intensiv. Der Wind, der Regen hält sich jetzt in Grenzen. Nice. Besser kann man es nicht haben heute, ehrlich. Jetzt bin ich glücklich. Das erste Gewitter heute Nachmittag, das war, ja gut, auch nicht von schlechten Eltern, aber war halt eher langweilig, weil man die Blitze nicht sehen konnte. Aber diese Zelle hier, die hat es in sich. Aber gewaltig, was die Blitze angehen. So. Das war's. Jetzt blitzt es nicht mehr.
Ja, ihr habt es jetzt gesehen in dieser Zelle. Blitzintensivierend. Super geniale Blitze zur Erscheinung bekommen. Blitzt es noch einmal, ja oder nein? Wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen Cut. Und ich denke mal, das wird die einzige Doku bleiben. Bis zur nächsten Gewitterlage, meine Damen und Herren. Geht ja jetzt schon los. Jawohl! Den noch. So, und so schaut das Ganze jetzt aus. So, hiermit verabschiede ich mich, meine Damen und Herren. Und jetzt genießen. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao, pfiat's euch, liebe Grüße aus Ingolstadt, Bayern.